Bisher 16 Kämpfe mit 12 Siegen. Vom SV Stahl Hennigsdorf, Alexander Rundwall. Sein Gegenüber in der blauen Ecke, 26 Jahre alt, gewogen mit 98 Kilo. Bisher 9 Kämpfe mit 5 Siegen. Aus dem Kickbox-Tempel, Hamid Gershikani. So, die Heavyweights sind jetzt an der Reihe und ja, eigentlich wird es auch mal Zeit, vielleicht für den ersten Knockout. Ist das so bei den Schwergewichten? Ein Schlag, eine Aktion kann es entscheiden. Mal schauen. Die erste Runde, Round 1. A Spinning Backfist von Hamid Gershikani ist erlaubt, sofern er mit dem Rücken des Handschuhs trifft. Eigentlich im Schwergewicht angesetzter Kampf. Alexander Grunwald liegt sogar noch ein Kilo darunter. Leicht für einen Schwergewichtler mit 94 Kilo. Ahmed Gershikani gut mit den Fäusten, Grunwald besser mit den Beinen. Darf er deinen Kopf nicht zu tief nehmen, Alexander Grunwald? Leichte Reichweitenvorteile für Gershikani. Schöne Kniearbeit hier, Gershikani. Die Fäuste, da kommt er noch nicht so ganz durch. Trifft vermehrt die Deckung. Schöner Kickversuch zum Kopf, aber auf den Handschuh drauf. Die letzten Sekunden hier in der ersten Runde. Ich denke, dürfte Gershikani leichte Vorteile haben, auch wenn hier Grunwald noch mal einen guten Treffer kommt. Aber könnte mir vorstellen, dass hier, was man hier dem Lokalmatador Hamid Gershikani diese erste Runde gibt. Saugbetreuer bitte aus dem Ring und Ringfall zur zweiten Runde. So, die zweite Runde in dieser Schwergewichtspaarung. Blaue Ecke Hamid Gershikani und rote Ecke Alex Grunwald. Das war jetzt kein Wirkungstreffer an Gershikani. Folgerichtig wird auch nicht angezählt. Er
Er ist jetzt der aktivere Mann, Ahmed Ghazikani. Der arbeitet mit den Knien. Ja, Hand vom Seil, die Ermahnung von Ringrichter Klaus Hagemann. Oh, jetzt kommt die Rechte durch von Alex Grunwald. Aber Ghazikani wirkt jetzt nicht wirklich beeindruckt von dieser Aktion. Versucht wieder mit Fäusten durchzukommen. Oh, der Kick, der war gut. Und das Knie hinterher. Da hätte man jetzt mal bei der Regelbesprechung Mäuschen sein sollen. Denn wir haben hier eine verbandsoffene Veranstaltung. Wir haben drei verschiedene Verbände, die hier mitwirken. Bei manchen Verbänden ist es so, Knie zum Kopf in der C-Klasse. Ist verboten. Oh, jetzt muss er einen Abgart einstecken. Ghazikani kommt jetzt hier mit dem Knie. Das war ein gefährliches Knie. Ja, wird auch ermahnt. Wie gesagt, in der C-Klasse Knie zum Kopf bei manchen Verbänden nicht erlaubt. Absolut verboten. Bei manchen Verbänden ja. Das ist sehr unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht, was bei der Regelbesprechung ausgemacht wurde unter den Trainern. Die letzten Aktionen hier nochmal von Ghazikani in der zweiten Runde. In der Grunwald jetzt aber besser in den Kampf gefunden hat. Eine Runde haben wir noch und ich glaube, das könnte auch die Runde sein, die jetzt letztendlich vielleicht auch die Entscheidung in diesem Kampf bringt. Und Ghazikani, der schnauft schon richtig heftig. Kein Wunder bei diesen Temperaturen, die wir hier in Erkner haben. So, eine Runde haben wir noch in diesem dritten Kampf der Veranstaltung. Die beiden schweren Jungs. Ja, und die werden jetzt auch schon ganz schön mit der Kondition zu knabbern haben. Wie gesagt, die Sonne kommt wieder raus. Ghazikani gibt hier die erste Aktion mit dem Bein. Der müsste sich ein bisschen wegbewegen. Der hat Reichweitenvorteile, nutzt sie nicht richtig. Oh, jetzt kommt Grunwald durch. Und der schickt ihn runter, wird er angezählt? Jawohl. Der Ringrichter Klaus Hagemann zählt ihn an. Ja, das kann Ghazikani gar nicht verstehen. Dann muss er halt aber auch ein bisschen schneller wieder hochkommen. Fakt ist, wenn er von einem Wirkungstreffer zu Boden geht, auch wenn er eine Sekunde später wieder steht, laut Regel wird er angezählt. Oder ist der Kämpfer anzuzählen? Die Frage ist, kann jetzt die, das kann jetzt schon wieder eine Entscheidung im Urteil werden. Der kommt die Rechnung mal gut durch. Ja, da wird natürlich jetzt auch ein bisschen länger als erlaubt geklammert. Was ja eigentlich nach K1-Regel überhaupt nicht erlaubt ist zu klammern. Ich glaube, beide Akteure sind froh, wenn der Kampf vorbei ist. Da weckt jetzt Alex Grunwald, vor allem im boxerischen Bereich, jetzt wesentlich, wesentlich besser als in den ersten beiden Runden, wo er der Mann aus vom SV Stahl Henningsdorf ja mehr mit den Beinen gepunktet hat. Ja, das hätte er auch mal mit den Fäusten schon in den ersten Beinrunden machen können. Dann hätte er es eventuell ein bisschen einfacher gehabt. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt die Ringrichter das letzte Wort haben. Die Punktrichter meine ich natürlich. Thank you.
Das offizielle Urteil, einstimmiger Sieger nach Punkten, der Kämpfer aus der roten Ecke, Alexander Grunwald.